Damit können wir uns also, falls wir uns etwas kaufen wollen, was schön ist, dann gehen wir einfach hier hin und 37, wow, okay, nein, ich habe nicht keine Lust jetzt nochmal zu tanzen. Das mache ich irgendwann mal. Aber gut, dann müssen wir halt einfach warten, bis es Nacht ist und dann läuft das. Warp Squid hat, nein, wir haben noch keine Warp Squids gefunden. Dann das Badehaus. Nein. Der Speicherraum, der Item Shop. Genau, ich möchte mir irgendwas kaufen. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich gebrauchen kann. Falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt und wisst, das sollte ich mir unbedingt kaufen, dann sagt mir das bitte. Komm, was hast du denn im Angebot heute? Aha. Soll ich mir etwas zum Lebensenergie herstellen kaufen? Nee. Unsichtbarkeitscreme. Storm Puffs. Was ist das denn? Pikeboards? Ich kaufe mir mal diese Storm Puffs. Ich habe zwar keine Ahnung, was die machen, aber ich probiere es einfach mal aus. Nein, ich will nicht noch mehr kaufen. Okay, wiedersehen. Ich werde wahrscheinlich irgendwann wiederkommen. Da unten im Fenster hat man gesehen, ich hatte diese Storm Puffs irgendwie ausgerüstet. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich sie benutzen kann. Und ich glaube, ich gehe gerade links rum, weil während rechts rum eigentlich schneller gewesen wäre. Aber ist mir egal. Ich will jetzt hier raus. Ich will gucken, was rechts ist, auch wenn es Nacht ist und die doppelt so stark sind. So, wie nutze ich jetzt die Storm Puffs? Wie setze ich die ein? Moment. Okay, da kann ich die aussuchen. 20 habe ich noch. Nein, Dance Menu. Ich möchte die bitte benutzen. Hallo? Ich habe leider keine Ahnung, wie ich die Viecher benutzen soll. Dann tanze ich da stattdessen nochmal ein bisschen das. Hier genau, ich mache den Ägyptertanz. Ah, Ägyptertanz, nein. Ich möchte. Hallo? Wie benutze ich die? Na toll. Leute, ich brauche Hilfe. Wie benutze ich diese Storm Pups? Ich habe sie zwar ausgerüstet, aber. Ah! Du Mini-Teufel. Stirb. So. Zwei Schläge. Na gut, wenn es Tag wäre, würden die nur einen Schlag brauchen, denke ich mal. Hopp und hopp. Wow. Ah. Du blödes Mistvieh. Hopp, hopp. Ein kleines Herz immerhin. Ja, genau. Ich komme unendlich viel, oder wie? Na, ja, genau. Da, wo ich laufe, kommst du raus aus dem Boden. Du blödes Mistvieh. Mal sehen, was haben wir hier? Was bist du? Kann ich dich umwerfen? Nein, kann ich nicht. Schade. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich dich benutzt? Hä? Was habe ich gedrückt? Okay, ich habe aus Versehen ein Item aktiviert und ich habe keine Ahnung wie. Gedrückt halten oder das? Nein. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Gehen wir mal weiter. Ich weiß auch nicht mehr, was ich genau gedrückt habe. Deswegen habe ich nicht drauf geachtet. Ich wollte eigentlich nur so bam. Dich kann ich bestimmt umwerfen und dann kam das. Okay, was soll's. Das sah jetzt auch nicht so nützlich aus. Ich meine, damit muss ich erst richtig zielen. Die Dinger hier bewegen sich die ganze Zeit. Das ist vielleicht höchstens gegen die Nagas wichtig. Und ah, es ist Tag. Wunderbar. Und hier ist Dschungel. Nein, kein Dschungel, aber ein Feld. Und eine Vogelscheuche. Noch mehr Vogelscheuchen. Die sehen aus wie die Piraten. Bloß mit komischen Klamotten. Ja, hallo? Aber das zeigt uns, dass wir vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte. Wie viele kommen hier denn? Ich glaube, ich sollte einfach weiterlaufen. Das Geld ist egal. So. Du stehst mir im Weg. Ein Herz, danke. Und geh weg. Geld, okay. Falls ich Geld ka brauche, kann ich auch hier ein bisschen Geld farmen, denke ich mal. Anstatt hier. Hey, das war ein Herz, das brauchte ich gar nicht. Aua, du Mistvieh. Du auch. Geh weg, geh weg. Geht alle weg. Lasst mich in Ruhe. Naja. Okay, ich gehe einfach weiter. Ich möchte hier endlich in Watertown ankommen. Ne, schon wieder so ein blöder Teufel. Ein Schlag, jawohl, ein Schlag. Nein, doch nicht. Zwei Schläge. Dann sind die anscheinend nicht von der Dunkelheit beeinflusst worden. Auch gut. Hier sind alte Ruinen. Was sind das für Ruinen? Weisen die vielleicht auf Wächter-Genies hin oder so? Und wie habe ich den Sturm, das Item benutzt? Ich würde das echt gerne wissen. Okay, das sieht doch eindeutig wieder aus wie so ein Ding, was ins Herzen geben könnte. Also ein zusätzliches, aber ich bezweifle, dass ich da hochkomme. Nein, ich traue mich nicht. Ich falle bestimmt in den Abgrund. Ich kann auch nicht so weit springen. Aber wie komme ich da hoch? Ich möchte da hoch. Da hoch! Na toll. Gehe ich erstmal weiter. Vielleicht finden wir noch irgendetwas Nützliches, mit dem wir da hochkommen können. Aua! Genau, komm einfach aus dem Boden, wo wir gerade lang gehen. Ja, schon wieder hier. Stirb! Ich mag dich nicht. Wenigstens können die nicht aus der Brücke rauskommen. Das sieht wieder aus, als wären da Vogelscheuchen. Ja, hier, komm. Nee.
ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr sollt eigentlich nach Ost, ne? Auf die goldene Straße. Und das hier sieht nicht aus wie eine goldene Straße, ihr blöden Mistviecher. Und was sollst du eigentlich darstellen hier? Okay, so schwer ist es eigentlich nicht, denen auszuweichen. Aber wenn die direkt unter einem hochkommen... So wie der hier! Du, mein Freundchen, du fliegst jetzt... Hallo? Achso, das war noch ein zweiter. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist er wieder aufgestanden? Stirb. So. Und rüber! Da kommt doch bestimmt gleich wieder. Nein! Wir haben das Level geschafft. Juhu! Wir sind jetzt... im Wald. Toll. Wunderbar. Eine Spinne, Sturmspinne! Und jetzt wird es auch noch Nacht. Nein! Aber das geht immer noch mit einem Schlag tot. Alles klar. Eine Stimme... Spinne... Eine Stimme, ja genau. Eine Spinne, die aussieht wie Goma. Und was ist das? Was bist du? Du siehst böse aus. Aua. Du bist auch böse. Ich kann dich nicht treffen. Bist du ein Boss? Nein, du bist kein Boss. Oh, warum muss es Nacht sein? Stirb doch. Ich sehe schon, dass ich gleich wieder sterben werde. Ja, ein halbes Herz noch. Du stirbst jetzt bitte. Wie viel hältst du aus? Die Spinne geht mir auf die Nerven so. So. Ah, gut, du bist tot. Immerhin hast du uns noch 5 tolle Edelsteine gegeben. Wir können hier durchkriechen. Du? Ja, ich wollte gerade sagen, du schießt doch jetzt bestimmt. Ah gut, wir fangen im Wald wieder an. Das ist in Ordnung. Ich habe bloß Angst, dass das Teufelsvieh wieder da ist. Nein, es ist nicht. Okay, wunderbar, wunderbar. Ist ja doch besser, als ich gedacht habe. Dann kriege ich mir wieder durch den Baumstamm durch. Und springe hier raus. Das Kriechen zu lange dauert. Und Spinne? Diesmal keine Spinne, auch gut. Irgendwie sind gerade... Doch, hier sind Gegner. Ja, so. Komm runter, komm runter. Kommst du wohl? Hey, ich kann dich da oben auch verletzen. Nicht... Aua, nicht schlecht. So. Was erwartet uns denn jetzt hier hinter diesem Berg? Wow, das geht aber ziemlich hoch. Ein Teufelchen. Du, blödes Mistvieh, lass dich treffen. Haarpeitsche. Toll, ein Treffer. Was hat uns zweimal getroffen? So ein einfaches Vieh. Du, Mistvieh. Ich sollte vielleicht besser ausweichen. Sonst sterbe ich hier wieder. Hüpf. So. So, so. Und du auch. Stirb. Dir weiche ich erst aus und dann töte ich dich. Gut, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hingehe. Wie gesagt, das Spiel ist komplett blind. Für mich zumindest. Und ich weiß ja noch nicht mal, wie ich Items einsetzen soll. Toll, hier komme ich nicht hoch. Dann gehen wir mal hier weiter. Vielleicht kann ich hier irgendwie hochklettern. Nein. Aber da oben ist doch bestimmt irgendwas Wichtiges. Wenn das schon so rutschige Hänge sind, dann ist da garantiert irgendwas. Aber ich komme nicht hoch. Muss ich später nochmal hin. Aber wenigstens ist jetzt wieder Tag. Immerhin. Die Musik wechselt und wir haben keine nervige Sequenz, sondern es wird einfach nur Tag. Warum hat Castlevania 2 das nicht so gemacht? Nee, nee, nee. So. Oh cool, ich kann in den Blättern stehen. Ich habe auch schon, jawohl. Ich weiß hier nicht genau, was Hintergrund ist und worauf ich stehen kann. Es ist schon wieder so ein rutschiger Hang. Toll. Dann. Na egal. Was soll's. Gehen wir mal weiter. Und lassen uns von irgendwelchen Spinnen nicht treffen. Woher haben die Spinnen überhaupt die ganzen Edelsteine? Das frage ich mich. Und ist da unten in dem Loch vielleicht was? Ich weiß es nicht. Ich will nicht sterben. Ich gehe lieber weiter. Vielleicht sind hier überall Geheimnisse und ich laufe einfach dran vorbei, weil ich sie nicht kenne. Aber immerhin können wir rutschen. Eine Rutschpartie. Moment mal, was bist du? Was bist du? Hallo? Hallo, Shantae. Würdest du bitte gerne... Ja, ich möchte gerne speichern. Danke. Aber warum hast du so ein cooles Hologramm-Ding? Ich möchte auch so ein Hologramm-Ding haben. Interessant, interessant. Was bist... Das sieht doch aus wie Wasser. Kann ich da rein? Nein, ich kann nicht da rein. Das sieht aus wie die Wasserstadt. Ich möchte da aber rein. Kann ich das aktivieren irgendwie? So mit meinen Haaren? Wenn ich da einmal gegen das Auge peitsche? Nein? Dann... Egal. Blödes Tor. Wo kommen wir jetzt hin? Ich laufe hier eigentlich irgendwie nur ziellos rum. Das ist ein bisschen... Was bist du denn? Du siehst aus wie so ein Froschvieh. Ich kann dich nicht verletzen. Was soll das? Er ist weggehüpft. Okay. Also, das stört mich gerade hier... du kannst klettern. Das stört mich gerade ein wenig, dass ich... Hilfe. Hilfe, was bist du? Oh Gott, das sieht böse aus. Dass ich überhaupt nicht weiß... Was zum... Regenwürmer.
Ich kann einfach nicht ausreden. Ich werde die ganze Zeit unterbrochen von irgendwelchen Viechern. Also, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Ich muss dahin. Ich weiß, dass ich zur Rottertown muss und die Dampfmaschine zurückholen. Aber ansonsten. Ich weiß weder, wo Rottertown ist, noch wie ich irgendwas hier machen kann. Und das ist alles irgendwie ein wenig komisch.